Die Mercedes V-Klasse gehört ganz klar zu den, na, sagen wir, Luxuslinern, wenn es um Großraumlimousinen geht. Und sie wird sowohl gewerblich genutzt wie auch privat. Und es gibt sie auch als Camper unter dem Namen Marco Polo. Das Fahrzeug ist extrem erfolgreich. Und jetzt geht Mercedes im Rahmen der Elektrifizierung der Flotte einen Schritt weiter. Denn die EQ-Familie wächst, und zwar um das neue Mitglied EQV. Die elektrische V-Klasse. Wie es mit der Reichweite ausschaut, mit dem Nachladen der Akkus, was der Wagen mehr oder weniger kann als eine normale V-Klasse, genau das schauen wir uns jetzt an. Der EQV, der hat einen Elektromotor an Bord, der maximal 150 kW bzw. 204 PS Leistung und 362 Newtonmeter maximales Drehmoment auf die Vorderachse des Fahrzeugs abgibt. Und das reicht hier im Auto für eine Höchstgeschwindigkeit im Normalfall von 140 km pro Stunde. Da ist das Auto abgeregelt. Man kann aber auch auf 160 km pro Stunde erweitern lassen. Neben der Maximalleistung des Motors ist die Dauerleistung noch sehr wichtig, denn die beträgt beim EQV nur 70 kW. Und das wiederum ist die Bemessungsgrenze, wenn wir über das Thema Kfz-Versicherung reden. Wenn wir uns unseren EQV von vorne anschauen, dann sehen wir sofort, im Grunde genommen ist es eine V-Klasse. Aber es gibt dennoch ein Unterscheidungsmerkmal, und zwar den Grill. Denn das ist dieser schwarze Grill, und das ist wieder typisch für die EQ-Familie. Ganz wichtig zu wissen ist, dass der EQV ein sehr modernes Auto ist. Dennoch kommt er in der Basisausstattung mit Halogenscheinwerfern daher. Unserer jedoch hat die aufpreispflichtigen und optionalen intelligenten LED-Leuchten mit an Bord. Wer sich für einen EQV interessiert, der muss für die lange Version mindestens rund 69.000 Euro auf den Ladentisch legen. Es gibt ja noch die extra lange Version, die ist dann rund 1.000 Euro teurer. Damit ist aber die Basisausstattung gemeint. Dann kann man natürlich, wie es bei Mercedes üblich ist, obwohl der Wagen schon in der Basis nicht schlecht ausgestattet ist, immer noch ein bisschen was obendrauf tun. Und damit, denke ich, wird man dann schon Preise erreichen, die sicherlich auch deutlich über die 80.000 hinausgehen. Aber um eine Idee zu kriegen davon, was das Auto schon mitbringt in der Basis, hier mal die Liste mit den wichtigsten Standard-Features, die eben immer bei jedem EQV mit an Bord sind und das Auto ja auch ohne Sonderausstattung, wie ich denke, zu einem vernünftigen Fahrzeug machen. Den Mercedes EQV kann man ab rund 69.000 Euro in zwei unterschiedlichen Längen bestellen. Die sogenannte Version lang misst 5,14 Meter, während bei der rund 1.000 Euro teureren Version extra lang 5,37 Meter im Datenblatt stehen. Das zulässige Gesamtgewicht beider Typen liegt bei 3.500 Kilogramm. Der EQV ist ein typischer Mercedes, wenn es um das Thema Materialien und Verarbeitung geht. Und so finde ich hier wirklich sehr schöne Oberflächen. Ich finde Leder, ich finde Softtouch. Ich finde hier im Armaturenbrett eine Optik, die so ein bisschen aussieht wie Carbon, mit sehr feinen Linien drin. Ja, modern, frisch und passt trotzdem sehr gut zum Auto. Und das gilt auch für die farbliche Anmutung im Auto. Das ist alles sehr schön aufeinander abgestimmt, macht einen sehr vernünftigen Eindruck. Und für mich ein Platz, an dem man sich wirklich wohlfühlen kann. Wenn wir an der Seite auf unseren EQV schauen, dann stellen wir fest, unser Fahrzeug hat wunderschöne 18 Zoll Aluräder an Bord. Wichtig zu wissen, in der Basisversion gibt es 17 Zöller. Insgesamt ist das Fahrzeug 5,14 Meter lang in der kurzen Version. Die längere Version ist 5,37 Meter lang und der Radstand der kürzeren Version beträgt 3,20 Meter. Das größere Fahrzeug hat ca. 20 cm mehr Radstand. Dann, wenn wir uns das Auto insgesamt anschauen, sieht es im Grunde genommen genauso aus wie eine V-Klasse. Wir können erkennen, dass es ein EQV ist. Zum einen hier an dem EQV-Schild und zum anderen, dass hier hinter eben nicht die Ladeklappe ist, sondern dass wir hier vorne eine separate haben. Denn genau hier kommt der Ladestecker ran. Das hat große Vorteile, wenn ich vorwärts an einen Schnelllader fahre. Mercedes gibt den Verbrauch des EQV an mit 26,4 Kilowattstunden je 100 gefahrene Kilometer. Und während unserer Testfahrt, die teilweise über Land und teilweise über die Autobahn ging, haben wir bisher einen Wert erreicht, der liegt eher bei 23 Kilowattstunden je 100 gefahrene Kilometer. Also von daher sehr positive Nachrichten. Echte Wettbewerber für den EQV gibt es aktuell nicht. Die e-Caravelle von Abt ist im Grunde zwar ein VW T6.1 Bus, bietet jedoch nur 130 Kilometer Reichweite aus einer 37,3 Kilowattstunden großen Batterie. Den Safira E-Life und Peugeot E-Traveler wird es ab 2021 zu Preisen unter 60.000 Euro geben. Mit bis zu 330 Kilometern Reichweite und 130 Kilometern pro Stunde Höchstgeschwindigkeit liegen sie fast auf dem Niveau des EQV. Dennoch bleibt der echte Konkurrent wohl eher der geplante ID.Buzz von Volkswagen. Dieser jedoch wird erst ab 2022 verfügbar sein. Beim Thema Assistenz- und Sicherheitssysteme, da würde ich mal sagen, ist weder die V-Klasse noch der EQV ganz weit vorne. Da gibt es sicherlich ein bisschen mehr, was auch andere Mercedes-Fahrzeuge bereits bieten. Aber nichtsdestotrotz ist das Wichtigste mit an Bord. Und was genau, das blende ich jetzt mal kurz ein, damit ihr eine Übersicht kriegt, was das Auto alles in der Basis hat. Und dann gibt es natürlich noch die Zusatzinformationen, was es
optional noch zu kaufen gibt, bezogen auf die Assistenz- und Sicherheitssysteme. Aber hier bitte nicht zu viel erwarten, denn wie gesagt, da bietet zum Beispiel eine aktuelle E-Klasse natürlich deutlich mehr Optionen. Was man von hinten hier bei dem EQV ebenso wie bei der V-Klasse sehr schön sehen kann, das ist ja diese kastige Form und die daraus entstehenden Maße. Der Wagen ist 1,93 Meter breit ohne Spiegel, mit Spiegel ist es deutlich über 2 Meter und 1,91 Meter hoch, aber ohne Dachreling. Mit Dachreling sind es glaube ich 1,96 Meter. Wichtig aber, ich kann immer noch mit diesem Fahrzeug völlig problemlos in jede Tiefgarage fahren. Und wie gesagt, am Heck unterscheidet er sich von der V-Klasse überhaupt nicht, außer natürlich durch den Schriftzug EQV 300. Was mir bei dem Auto genauso wie bei der V-Klasse sehr gut gefällt, das ist diese geteilte Heckklappe, denn so komme ich sehr schnell an die Dinge im Kofferraum, ohne dass ich gleich die ganz große Klappe öffnen muss. Eine Sache der Basisausstattung des EQV muss man auf jeden Fall hervorheben, denn das ist das neue MBUX, das mit an Bord ist, serienmäßig, und ebenfalls das 10,25 Zoll große Touchscreen hier in der Mittelkonsole, über das eben dieses System bedient wird. Und das Schöne dabei ist, ich habe nicht nur damit die Sprachsteuerung mit an Bord, die wir aus einigen neuen Mercedes-Modellen bereits kennen, sondern ich habe eben auch ein vernünftiges Infotainment-System dahinter mit einer sehr modernen Art zu navigieren. Und der Vorteil hier ist, diese Navigation, die ist intelligent und ist auf das elektrische Fahren abgestimmt. Und so kann zum Beispiel diese Navigation auch Routen planen, inklusive der notwendigen Ladestops. Und die zeigt mir das System hier im Fahrzeug auch an. Und damit wird elektrisches Fahren zum einen entspannter und zum anderen auch sicherer, denn ich weiß immer ganz genau, ist die Ladestation, an die ich will, gerade frei oder nicht. Und falls nicht, kalkuliert das System automatisch eine alternative Route oder eben einen anderen Ladepunkt. Was hier im Auto wieder sehr positiv auffällt, das ist die sogenannte Distronic, also der adaptive Tempomat, der den Abstand zum Vordermann automatisch reguliert. Was mir zu meinem Glück jetzt jedoch noch fehlt, das wäre ein echter aktiver Spurhalteassistent, der den Wagen auf der Straßenmitte hält. Das gibt es leider für das Fahrzeug hier nicht, das kennen wir aber auch schon aus der V-Klasse. Hier gibt es nur einen sogenannten Spurverlassenswarner. Das heißt, wenn ich über die Linie fahre, ohne zu blinken, dann vibriert in diesem Fall das Lenkrad. So, jetzt schließen wir mal die praktische Klappe hier, um zu gucken, wie viel Kofferraumvolumen hat der eigentlich insgesamt. Und der EQV, der bietet mit der Bestuhlung an Bord bis zu 1030 Liter maximales Ladevolumen in der langen Version. Wenn ich die Bestuhlung komplett rausnehme, dann sind es bis zu 4630 Liter. Wichtig ist, die extra lange Version, die bietet in beiden Konstellationen ca. 400 Liter mehr. In dem EQV gibt es vier unterschiedliche Fahrprogramme und das sind E+, E, C und S. Und E und E+ stehen hier für die effizienteren Fahrprogramme, C steht für Komfort und S für die sportliche Version. Und je nachdem, welches ich wähle, wird halt ein bisschen Komfort abgeschaltet, wie zum Beispiel Heizleistung nach unten gedreht, um einfach die Reichweite des Fahrzeugs zu optimieren. Darüber hinaus gibt es hier im Auto aber auch noch fünf unterschiedliche Rekuperationsstufen, die ich hier über die Pedals am Lenkrad einstellen kann. Und da gibt es einen, der zum Beispiel gar nicht rekuperiert, dann segelt das Auto. Es gibt aber auf der anderen Seite die stärkste Rekuperation, das ist dann dieser sogenannte One-Pedal-Drive, also wie bei der Carrera-Bahn mit Gas und weniger Gas quasi auch bremsen kann. Aber es gibt hier einen Modus, den ich sehr mag, und der nennt sich D-Auto. Und das ist ein Rekuperationsmodus, der automatisch eingestellt wird. Und das System nutzt dafür nicht nur die Navigationsdaten des Fahrzeugs, sondern auch die Radarsensoren und auch die Kamerainformationen, um so immer die optimale Rekuperationsstärke einzustellen, damit der Wagen möglichst sparsam unterwegs ist. Selbstverständlich muss so ein EQV genau wie die V-Klasse sehr praktisch sein. Und deswegen gibt es hier im Auto reichlich Ablagen. Und so finde ich zum Beispiel hier in der Tür, hier oben eine etwas größere Ablage, da unten drunter die große Ablage, auch mit den entsprechenden Flaschenhaltern. Das gilt natürlich auch für die Beifahrerseite. Dann habe ich hier in der Mittelkonsole unten ein Fach, das ich schließen kann. Da ist vorne ein großes Fach drin, inklusive dem induktiven Laden. Dahinter habe ich zwei große Becherhalter und kann das Ganze mit so einer Jalousie schließen, sodass ich hier vorne wirklich reichlich Platz habe. Dazu gibt es hier oben noch eine Möglichkeit, eine Brille unterzubringen. Also wirklich mehr als genug, plus eben das normal große Handschuhfach. Auf den hinteren Sitzen ist das unterschiedlich, je nachdem, welche Bestuhlung ich wähle. Aber auch da ist natürlich für genügend Ablageflächen gesorgt. Für den EQV gibt es unterschiedliche Sitzkonfigurationen zu bestellen mit Platz für bis zu 8 Personen. Das kann so sein wie hier, 4 Einzelsitze hinten oder aber 2 Bänke oder wenn man eben will, 2 sehr komfortable Sitze, die dann eher für den Betrieb als Chauffeurfahrzeug geeignet sind. Der EQV, der wiegt leer 2750 Kilogramm. Und hat ein maximales Gewicht von bis zu 3,5 Tonnen. Das merkt man aber auch hier auf der Landstraße eigentlich kaum oder, sagen wir mal ehrlich, nur auf der Bremse wirklich. Denn der Wagen hat zwar ein hohes Gewicht, aber diese schwere Batterie des Fahrzeugs, die ist im Unterboden verbaut und sorgt somit für einen sehr tiefen Schwerpunkt. Beim Fahren auf die Autobahn kann man sehr schön merken, wie viel Kraft dieses Auto hat. Und wenn ich jetzt hier mal kurz drauf drücke, der beschleunigt sehr schön, sehr ruhig, aber
hängt gut am Gas und damit macht das elektrische Fahren auch mit dem Van wirklich Spaß. Der EQV, der ist ausgestattet mit einer 100 Kilowattstunden großen Batterie, von der wir 90 Kilowattstunden für den Fahrbetrieb nutzen dürfen. Und das liefert beim Fahrzeug eine Maximalreichweite laut Herstellerangabe von 356 Kilometern nach dem neuen Messverfahren WLTP oder 418, glaube ich, sind es nach dem alten NEFZ-Verfahren. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass ich hier vorne die Ladebuchse habe. Denn das hat einfach den Vorteil, dass ich mit einem großen Auto an einen Schnelllader fahre, habe ich hier kein Problem mit den Kabellängen. Und wenn wir über das Thema Laden sprechen, sprechen wir auch natürlich darüber, wie schnell geht das. Das Fahrzeug bietet an der Wallbox maximal 11 kW Ladeleistung, die es aufnehmen kann. Das heißt, der Akku soll voll sein von 0 auf 100% in unter 10 Stunden. Wichtiger, denke ich, aber ist das Thema Schnelllader. Und da sagt Mercedes, ich kann hier von 10 bis 80% nachladen in nur 45 Minuten. Jetzt fahren wir aktuell auf der Autobahn mit rund 120 Kilometern pro Stunde. Und was man jetzt feststellt, ist, wie schön ruhig es hier drin ist. Die V-Klasse ist ja schon sehr gut gekapselt und sehr schön leise, aber der hier legt noch mal eine Schippe drauf. Jetzt sind wir ein bisschen schneller unterwegs und was wir feststellen ist, wir haben bereits eine Strecke von über 120 Kilometern hinter uns und unser Verbrauch ist jetzt gerade ein bisschen nach oben gehüpft, nämlich auf 24 Kilowattstunden je 100 gefahrene Kilometer. Aber das Auto zeigt mir immer noch eine Restreichweite an von über 200 Kilometern. Und das zeigt mir, dass tatsächlich diese 350 Kilometer real kein Problem sein sollten. So, wir haben jetzt mehr als 150 Kilometer geschafft und wie wir sehen, aktueller Verbrauch, der angezeigt wird, im Durchschnitt 25 Kilowattstunden je 100 gefahrene Kilometer, also gerade mal ein bisschen höher. Liegt aber daran, dass wir jetzt gerade so die letzten 50 Kilometer etwas flotter unterwegs waren, aber immer noch unterhalb des angegebenen Wertes des Herstellers. Das war sie, meine erste Probefahrt im neuen Mercedes EQV, wie Mercedes den Wagen nennt, die erste rein elektrische Premium-Großraumlimousine. Was mir beim Auto richtig gut gefällt, das Fahrzeug ist genauso praktisch und genauso komfortabel im Grunde genommen wie eine normale V-Klasse, aber dank des E-Antriebs nochmals leiser unterwegs. Ebenfalls sehr positiv fällt dieser automatische Rekuperationsmodus auf, denn der wählt tatsächlich immer ja, die perfekte Rekuperationsart, je nach aktueller Fahrstrecke und Betrieb auf der Straße. Darüber hinaus habe ich natürlich, wenn es um die Materialauswahl und die Verarbeitung geht, einen typischen Mercedes unterm Hintern und das macht wirklich Spaß, den Wagen zu fahren. Und wir hatten jetzt noch die Luftfeder mit an Bord, was das Ganze eben nochmals komfortabler macht. Dann kommt hier beim Fahrzeug das Thema Verbrauch natürlich ganz oben auf die Agenda. Und da kann ich nur sagen, wir haben während unserer, ja zugeben, ruhigen Fahrt stets weniger verbraucht, als der Hersteller angibt. Und so kann ich mir eine reale Reichweite von über 350 Kilometern bei jedem Wetter durchaus vorstellen. Das Fahrzeug hat einen kleinen Nachteil, wie alle Mercedes, die wir kennen. Der Wagen ist nicht ganz billig. Der Einstiegspreis liegt bei knapp unter 70.000 Euro. Das ist natürlich kein Schnäppchen, aber wenn wir uns die V-Klasse anschauen und da die Basispreise, dann kommen wir je nach Motorisierung in ähnliche Regionen. Aber dafür gibt es hier eben einen rein emissionsfreien Antrieb.